Servus Leute, hier ist wieder euer Sauerkraut700 und heute gibt's wieder eine neue Need to Speed Payback Speedcross Runde. Und heute werden wir das ganze, also die ganzen Speedcross Events fertig fahren und dann schlussendlich gegen Barracuda antreten. Wir nähern uns dem Ende der Speedcross Serie, Fahrer. Noch eine Strecke, dann sind wir im Finale. Wer sich gerne dreckig macht, weiß genau, was jetzt als nächstes kommt. Zeit für Amber Valley. Gut, also unser Auto. Oh, jetzt schaut er so aus. Jetzt schaut er cool aus. Hey, du bist ja heute richtig ruhig. Naja, du hast keine Chance ins Finale zu kommen. Und ich muss auf meinen Blutdruck achten. Vergiss Barracuda, Mac. Meistere einfach die Strecke. Nice. Was für ein Sprung! Bleib dran, Mac! Das ist geil, die Strecke. Muss ich jetzt ehrlich einmal sagen. Ah, verdammt, wieso verpasst ich den Münze immer? Mein Gott! Es geht ja nicht, dass das so leicht ist. Das geht ja nicht. Schon wieder nicht geschafft! Meine Güte! Warum fliege ich da immer vorbei bei dem Stück? Egal. Gut. Drei Rennen noch. So. Geht schon. Gehen wir's an. Oh, das und ist gleich da. Kurs. Das ist ja gleich da. Muss man leider mal viel warten fahren. Yep, das können wir leicht schaffen. Dieser Kurs ist besonders schwierig für Barracuda, der es sauber und methodisch mag. Aber das ist doch das Schöne an Speedcross. Wenn du bergab von Felsen abhallst, kommt jede Planung schnell an ihre Grenzen. Yep. Okay, Mac. Gut. Wenn du das gewinnst, bist du im Finale? Nice! Das gewinnen wir ja leicht. Komm schon. Oh, das war euer Jeep sogar. Cool. Wir kommen mal leicht einsammeln bei den Rennen. Das ist so einer, was ich haben will. Der goldene Jeep. Den brauche ich.
Yes, komm schon. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Oh, hinter dem Kaktus war Münze. Dieser Triff geht in die Geschichte ein. Aber ich glaube, ich hab's nicht eingesammelt. Okay, gut, es sind die drei Runden. Hat das irgendwer mitgekriegt? Oh, vielleicht schaffen wir es sogar vor der letzten Runde, dass wir fertig sind. Könnte funktionieren. Na, geht doch nicht. Geht nicht in der vorletzten Runde. Hunderttausend noch. Oh, wie ich das hier genieße. Nice. Wieder geschafft, das Event. Also hätte es nicht auf schwer draht, glaube ich. Oh, verdammt. Dann war es ziemlich... Wo fährst du hin, Mac? Dann war es, glaube ich, zu leicht gewesen. Weil jetzt ist es ein bisschen eine Herausforderung auch. Zumindest halt bei manchen Rennen ist eine Herausforderung. Nicht bei allen, aber... Gut, nice! Ich bin einzigartig. So, dann kommen wir zum vorletzten Rennen. Das, was angeblich schon das Finale ist. Oder Command nach dem Rennen. Ja, keine Ahnung. Der Mac hat ja irgendwas daher geredet mit Finale. Glückwunsch zu deinem Sieg, Mac. Was willst du, Piranha? Siehst du? Entspannt. Ich will Frieden schließen. Wir sollten uns treffen. Machen reinen Tisch und fangen neu an. Was hältst du davon? Aha. Und das ist natürlich keine Falle, richtig? Was? Niemals. Ja, genau. Ja, genau, wer es glaubt. So, nicht anfangen an dieser Säule. Und wir fahren zum Barracuda. Wieder mal Offroad. Geht schon, komm. Audi, du hast einen Quattro-Antrieb. Boho, Airtime. So, gut. Dann treffen wir mal. Schauen wir mal, wer da drauf ist. Also, ich bin hier und du nicht. Keine Falle, oder? Und du bist direkt reingelaufen. Dachtest du wirklich, ich will mit dir Frieden schließen? Natürlich nicht. Dazu bräuchtest du Anstand und Sportsgeist. Wie auch immer.
Einige Freunde werden dich vom Finale fernhalten. Bis bald. Ah, okay. Danke, dass er uns das sogar sagt. Willst so nett. Du so gewinnen, Monroe, indem du die Konkurrenz ausschaltest? Nur wenn ich muss. Dieser Sport braucht einen echten Champion. Ein Champion, der betrügt, um zu siegen? Klar. Es geht ums Geschäft, Mac. Nichts Persönliches. Wenn du wirklich der beste Speedcross-Fahrer bist, dann beweis es auf der Strecke. Ha, zu spät, Mac. Es ist vorbei. Geh zurück auf die Straße und überlass Speedcross den Profis. Es reicht. Ich werde dich jetzt sowas von schlagen. Ja, da hat er recht. Das werden wir. So, gut. Schneller. Schneller ans Ziel. Mac, wo bist du? Da kommt das Sponsoren, haben das Silber denn Event. Oh, nice. Da ist er wohl angefahren. Ja. Der Mistkerl hat mir Schläge auf den Hals gehetzt. Ich komme so schnell ich kann. Verdammt. Barracuda springt nicht gerade nett mit Konkurrenten um. So, jetzt müssen wir Vollgas geben. Dass wir noch rechtzeitig zum Event kommen. Das wirst du noch morgen früh spüren. Schlaf schön. Vollgas, komm schon. Kilometer noch. Vollgas. Wow. Voll in die Atmosphäre katapultiert. So, und da sind wir. Nice. Entkommen. Verdammt. Okay, dann mache ich dich eben so fertig. Und da müssen wir nochmal so lang fahren. Das ist ja ein Graus, ist das. Oh, verdammt. Da müssen wir da rauf. Der Moment, wenn wir falsch fahren. Oh, verdammte Krache. Komm schon. Zwei Kilometer noch. Aber der Allrad-Mini, der ist wirklich geil. Der John Cooper Works. Muss man schon sagen. Also ich finde geil, dass er im Spiel drinnen ist jetzt. Da sind wir. So, 90 Meter, das sollte kein Problem sein eigentlich. Hallo Racer. 299. Das Finale der Speedcross-Serie auf dem Silverdam.
Das erste von zwei Events beginnt in Kürze. Mit Barracuda persönlich, der zum ersten Mal in die Serie eingreift. Mal sehen, ob er es noch drauf hat. Ja? Dann schauen wir mal. Rate mal, wer rechtzeitig zum Finale da ist. Spielt keine Rolle. Dieser Kurs gehört mir. Ich habe gerade einen Rekord aufgestellt. Das war's, McAllister. Okay, dann mal an die Arbeit. Am beiden Chips vorbeigesprungen. Da muss man unbedingt die Münzen einsammeln bei dem Event. Sonst schafft man es glaube ich eher nicht so. Nein! Verdammt! Wenigstens haben wir die Zielpunktzahl schon erreicht. Fahren wir es noch fertig und dann sind wir im Ziel. Nice! Ich bin unbesiegbar! Ja, ganz genau. Das sind wir. Und jetzt das absolute, der grande Finale. So, bin schon gespannt, wie weit das wir vorn müssen. Oh, Basislieferung. Okay. Machen wir mal auf. Bis narisch 104 Teile Token. 107. Nicht schlecht. Okay, zerlegen wir Monroes perfekte Fahrt. Ist ja eh gleich ums Eck das finale Event. So, und da sind wir. Du bist im Finale, Mac. Noch ein Sieg und wir haben echt Kohle. Das wird ziemlich hart. Monroe hat gerade einen Streckenrekord aufgestellt. Bist du etwa besorgt? Ach was, du sollst nur wissen, wie großartig ich bin, wenn ich diesen Rekord breche. Dann Mac. Gut. 10 Sekunden lang in der Luft. Das schaffen wir auch. Racer, es ist Zeit für das letzte Event der Fortune Valley Speedcross Serie. Publikumsliebling McAllister muss Barracudas fast perfekte Punktzahl schlagen, um eine Chance zu haben. Ihr wisst, wen eure Hüterin anfeuert. Ja, wahrscheinlich uns. An der Mütze vorbeigesprungen. Alter, und da, das gibt. Ich
Überzahl ist kein Wunder, Monroe. Die Strecke ist ein Witz. Es ist noch lange nicht vorbei. Nice, nice, nice. Na! Ja, mhm. So eine Kacke. Immer hupfe irgendwo hin. Ja, und jetzt springe ich durch. Mann, dieses Locke! Du machst das super, Mac. Weiter so. Aber natürlich. Na. So. Ah, nicht schon wieder. Das ist die letzte Runde, da muss ich jetzt alles rausholen. Nice, nice. Nein, das passiert nicht wirklich. Das passiert nicht wirklich. Nice, wir haben es geschafft. Jawohl. Rat mal, wer die Fortune Valley Speedcross-Serie gewonnen hat. Ich wusste, du schaffst es. Und was sagt Barracuda dazu? Ha, bestimmt heult er sich mit einem Becher Schokoladeneis die Augen aus. Ohne dich, Carfu-Meister, hätte ich es nicht geschafft. Danke. Mac, die Macht des Speedcross steckte schon immer in dir. Sei still. Eine Güte. Das hat sein müssen, der Spruch zum Schluss. Gut, wir sind Speedcross-Meister. Nice. Kann ich bitte mit dem Fortune Valley Speedcross-Champion sprechen? Ja, das bin ich. Ich wollte dir nur sagen, dass die Speedcross-Sponsoren jetzt auch mit den Wagen der Serie handeln. Du kannst einen Mini-JCW Countryman haben oder sogar einen Infiniti Q60 wie den von Monroe. Ich freue mich schon auf eine Spritztour. Passt. Gut, dann da mal einmal schnell reisen zum Shop. Und da können wir sie jetzt einmal gratis Autos abholen. Das werden wir natürlich machen. So, also da.
holen wir mal den Mini Countryman ab. Wenn er gratis ist. Wenn schon, dann den schon. Verdammt. Ich will noch weiter shoppen. So, den Infinity Q60 können wir auch abholen. Händler betreten. Hey, das sind ja alle gratis. Ja, dann holen wir sie so, wenn es gratis sind. Wenn es gratis sind, dann sind es gratis. Warte, und dann holen wir noch. Wieso sind die alle gratis? Ich verstehe es nicht. Ja, egal, die anderen Autos habe ich erst Racer. Passt schon. Schauen wir mal wieder. Ach so, fix. Schauen wir mal Tuning an. Tuning, Tuning, Tuning. Warte, wo gehen wir hin? Da ist eh gleich eine Garage um das Eck. Ah ja, was kann man da schnell tunen? Ah, Beschleunigung, okay. Und Nitro. So, gut. Schauen wir, was man bei den neuen Autos alles tunen kann. Und zwar, da werde ich jetzt einen Cut eine machen und das wird ein extra Video werden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.